Hi zusammen, hier ist der Murat von Unbox Vision. Es ist Zeit wieder für ein neues Video. Diesmal geht es um ein Zubehör. Ich möchte mich erstmal recht herzlich beim lieben Bifi bedanken. Ihn habe ich letztes Jahr auf der IFA 2019 kennengelernt. Ein sehr lieber Mensch, sehr sympathisch und wir haben uns auch schon direkt gut verstanden miteinander. Und vor ein paar Wochen hat es bei mir geklingelt und da gucke ich auf einmal raus, der Postbote ist da und da habe ich in dem Moment kurz überlegt, habe ich etwas bestellt? Nein, habe ich nicht. Und zwar, es war der liebe Beefy. Er hat mir etwas zukommen lassen und zwar, ja, etwas ganz Cooles, eine Art Reisetasche und zwar, das Ganze nennt sich Tech Pouch. Tech Pouch kommt aus dem Hause Peak Design. Peak Design sagt das vielleicht dem einen oder anderen was. Peak Design ist so eine Art Marke, die ziemlich neu ist. Aus Amerika kommt das Ganze. Und die machen alles Mögliche, so Reisetaschen, auch Kamerastative und so weiter. Also sehr, sehr cool vor allem und auch sehr qualitativ, muss ich sagen. Und ja, und da habe ich ein kleines Geschenk bekommen von dem lieben Bifi. Er war vor ein paar Wochen in Hawaii gewesen und hat dort ein bisschen Urlaub gemacht und so weiter und war in einem Peak Design Store und hat sich das gute Stück mitgenommen, beziehungsweise ich habe das gute Stück von ihm bekommen. Ihr seht schon, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich das halt ziemlich sehr nett finde von ihm und ich allerdings nach diesem Produkt gegoogelt habe und habe gesagt, okay, was ist das genau? Ich habe das zwar, die Tüte habe ich zwar aufgerissen, habe zwar aufgemacht, aber ich konnte mir noch nicht so vieles erklären. Ich weiß, dass es eine Tasche ist, aber ja, ich wollte es jetzt auch nicht aufmachen, sondern das wollte ich mir auf jeden Fall sparen, hier ist für das Video hier. Und ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich würde sagen, wir machen das gute Stück jetzt einfach mal auf und ich bin echt gespannt darauf. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. So, es ist in ganz normaller Folie verpackt und zwar hier nochmal so ein Peak Design Logo. Vielleicht erkennt man das. Ja, könnte glaube ich gehen. Und ansonsten haben wir hier auch nochmal was stehen und zwar Tech Pouch, das Ganze. Hier steht auch nochmal Peak Design, designed in San Francisco, made in Vietnam. Und es gibt auch eine Internetseite von denen, peakdesign.com. Und ich nehme das ganze gute Stück jetzt einfach mal raus. So, das ist die Tasche. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an. Hier oben rechts steht einmal Tech Pouch, hier unten ist nochmal ein Peak Design Logo. Und wir haben hier die Tasche nochmal selbst, die einfach so geöffnet ist. Und ich würde sagen, wir machen das gute Stück jetzt einfach mal auf. Und los geht's. So, das ist die Tech Pouch aus dem Hause Peak Design. Und ich muss sagen, es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und man merkt auf jeden Fall, dass es sehr, sehr qualitativ ist. Und es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben, aus was für ein Material das Ganze besteht. So eine Art Mischung. Ich meine, ich habe noch nie Taschen ausgepackt bzw. ein Review daraus gemacht oder irgendwie Ersteindruck. Sehr schwierig für mich. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall wasserdicht. Das ist auf jeden Fall. Also da kommt kein Wasser rein. Und es ist eine Mischung aus einer Regenjacke und so ein bisschen Baumwolle, ganz, ganz komisch. Also ich kann es auf jeden Fall nicht beschreiben. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und werde es auf jeden Fall hier oben irgendwo verlinken oder beziehungsweise eingeben, was es genau ist, was für eine Art Stoff das ist. Sehr interessant. So, dann haben wir ansonsten haben wir hier natürlich hier so eine Art Schlaufe hier vorne und auf der anderen Seite genauso. Da könnt ihr quasi ja in so eine Art Stativ oder irgendwas draufsetzen, so das Ganze einfach stabil ist, oder ihr könnt das Ganze einfach so halten. Ja, hier auf der Seite haben wir natürlich noch eine kleine Seitentasche und hier könnt ihr quasi euren Reiseausweis oder euren Smartphone einpacken. Ordentlich viel Platz, muss ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht. So, wir haben hier von außen nur eine Seitentasche und die ist recht groß. Und ansonsten schauen wir uns mal die Tasche von innen an und los geht's. Wow. So, das kommt erstmal alles raus hier. Was haben wir hier noch? Das war's. So. Das ist die Tech Pouch von innen
Und ich muss sagen, meine Güte, aus so einer kleinen Tasche, sage ich jetzt einfach mal, ja, sie ist recht kompakt, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ist so viel Platz. Das ist echt cool. Wir haben hier links auf jeden Fall so viel Platz, rechts genauso. Wir haben hier an den Seiten nochmal so kleine Taschen. Ich hoffe, die Kamera kann das erkennen. Da könnt ihr zum Beispiel euren Kabel verstauen oder je nachdem, was ihr hier habt, könnt ihr auf jeden Fall einsetzen. Ansonsten habt ihr hier nochmal so zwei kleine Fächer. Da könnt ihr zum Beispiel zwei Stifte einsetzen. Und hier habt ihr nochmal so zwei Flügel, in dem ihr hier auch noch was einsetzen könnt. Ne? Und hier in der Mitte ist auch nochmal viel Platz. Auf der rechten Seite ist genauso wie hier auf der linken Seite. Das heißt, ihr habt genauso viel Platz. Ihr könnt genauso hier was einsetzen. Und hier drinnen merke ich gerade, dass wir hier noch eine kleine Tasche haben. Und ja, hier könnt ihr zum Beispiel eure Speicherkarten und so weiter einsetzen. Die SD-Karten und so weiter. Ne? Tut mir leid, Leute. Ich glaube, da braucht man echt ein bisschen mehr Licht. Aber ich denke, das geht noch in Ordnung. Und ja, vielleicht setze ich das mal hier vorne an der Frontkamera um. Hier habt ihr auf jeden Fall nochmal so kleine Taschen für die SD-Karten. Und die sind recht kompakt, recht cool. Und ansonsten habt ihr echt reichlich viel Platz. Was ich mitbekommen habe, ihr könnt hier drinnen quasi einmal die Nintendo Switch sogar einpacken. Das Ding passt hier auf jeden Fall rein. Sehr, sehr cool vor allem. Ihr könnt eure Powerbanks einpacken, eure ganzen Kabel für ein Smartphone, für ein Tablet, für ein Notebook und für die Kamera. Je nachdem, was ihr alles habt, was ihr benötigt für die Reise, könnt ihr hier alles verstauen. Und das ist ziemlich cool und das gefällt mir umso besser. Und wirklich eine sehr, sehr schicke Tasche. Ansonsten seht ihr, dass ihr das einmal ganz normal wieder eindrücken könnt und schon habt ihr wieder so eine kompakte Tasche. Das Ding könnt ihr wirklich überall einsetzen bzw. verstauen in einen Reisekoffer oder sonst wo. Und ziemlich cool. Manchmal kennt man das ja so, wenn man zum Beispiel am Flughafen ist und man geht durch die Sicherheitskontrollen durch, da muss man ja immer alles ausziehen und so weiter, Gürtel und die Watch zum Beispiel. Dann fragen die ja meistens, habt ihr einen Laptop dabei oder ein Tablet dabei, das auch rauslegen oder ein Powerbank zum Beispiel. Und da reicht es einfach, wenn ihr die Tasche einfach hier rausbringt. Ganz einfach, wenn ihr jede Menge Powerbanks habt, Kabeln habt oder irgendetwas mit Akkus oder sonst was, dann könnt ihr das Ding einfach rausnehmen, einfach dahinstellen, in diese Wanne da und fertig ist. Also es spart auf jeden Fall viel Zeit und man muss irgendwie nicht wahllos rumsuchen, wo habe ich nochmal das Powerbank eingepackt. Also ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Das gute Stück kostet ca. 60 Euro. Das Ganze könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Und ja, es ist natürlich nicht billig, es ist wirklich viel, verdammt viel Geld. Aber man muss sagen, man bekommt hier auf jeden Fall Qualität. Man bekommt hier so eine kompakte Tasche. Ich habe bis jetzt noch nie eine Tech-Pouch gesehen, die so kompakt ist und vor allem so viel Platz bietet. Und da macht, finde ich, Peak Design wirklich eine gute Arbeit. Ihr seht nochmal hier ein Peak Design Logo hier oben drüber. Und ihr seht schon, ich bin jetzt kein, also wie gesagt, ich kenne mich nicht super aus. Es ist meine allererste Tasche, die ich vor der Kamera auspacke und wo ich darüber ein Video drehe. Und wie gesagt, was Material angeht oder was ja, was das Ding alles so drauf hat, kenne ich mich persönlich nicht aus, aber ich werde das auf jeden Fall nachschauen und werde das auf jeden Fall irgendwo verlinken oder einsetzen, aus was für ein Material das Ganze besteht. Und was ich halt nur tun kann, ist halt einfach nur den Inhalt zu zeigen, wie viel Stauraum das Ganze hat und was ihr damit alles machen könnt. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Und endlich habe ich mal wenigstens mal so eine Tasche. Man kennt es ja immer so, man hat ja immer so Beauty-Taschen, ne, wo man dann seine Creme drin hat, seinen ganzen Parfüm drin hat und so weiter. Jetzt habe ich halt eine Tech-Pouch, wo ich einfach meine ganzen Sachen habe, meine ganzen Kabel drumherum. Und ich werde das natürlich nicht nur für die Reise benutzen, sondern auch im privaten Bereich, weil manchmal habe ich hier wirklich hier überall was rumfliegen und es ist dann gar nicht mal so schlecht, wenn ich weiß, ich habe da eine Tasche und da steckt eine Menge drin. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und noch einmal ein ganz großes Dankeschön, lieber Beefy, dafür, dass du an mich gedacht hast
Und ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Ich hoffe, mein Unboxing hat euch gefallen und mein Ersteindruck hat euch gefallen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao.